Aber die Österreicher lassen sich ja nicht mehr belügen. Ich merke immer mehr, wenn ich unterwegs bin, die Leute sagen, wir haben es so gesagt, ja, einmal, man kann sich da auf nichts verlassen. Und bei mir kann man sich auf das verlassen. Und ich habe gesagt, auch in der Sendung, ich stehe zu meinen Freunden. Da haben sie nicht gewusst, was sie da mit mir machen sollen. Ich sage, ich stehe zu meinen Freunden. Bis jetzt waren es nur Ankündigungen, aber langsam wachen sie auf. Und nachdem ich angekündigt habe, als Präsident eine schwache Regierung zu entlassen, bin ich schon sehr gespannt darauf. Und deswegen sage ich der Bundesregierung, entweder ihr kommt es in die Gänge oder geht. In die Gänge kommen, was bedeutet denn das, in die Gänge kommen? Also was müsste denn passieren? Was soll die Bundesregierung tun, ja, jetzt Ihrer Meinung nach? Ich habe hier nicht gesagt, dass die Regierung entlassen wird. Sie haben gesagt, entweder ihr kommt in die Gänge oder ihr geht. Das heißt, Sie wollen sie zu Neuwahlen anregen. Ja, aber nicht sagen, entlassen. Das ist ja was völlig anderes. Ja? Nachdem ich angekündigt habe, als Präsident eine schwache Regierung zu entlassen, bin ich schon sehr gespannt darauf. Denn permanent, ich muss es auch sagen, wird die Bevölkerung auf das Übelste belogen. Da heißt immer, wir brauchen diese Menschen im Pflegebereich. Kennt ihr einen Moslem, der im Pflegebereich arbeitet, der bereit ist, unseren Senioren vielleicht die Windel zu wechseln? Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Der einzelne Moslem hat Platz in Österreich. Es geht mir nicht um die Religion. Ein großer Teil der Menschen, die jetzt kommen, leben von der Mindestsicherung. Ein Flüchtling kostet uns 270.000 Euro. Hat das Innenministerium erhoben. 90.000 sind im letzten Jahr gekommen. Es kommt auf der Familiennachzug. Rechnen Sie einmal nach, was das kostet. Eine Person 270.000 Euro. 10 Personen 2,7 Millionen Euro. 100 Personen 27 Millionen Euro. 1.000 Personen 270 Millionen Euro. Rechnen Sie euch diese Beträge aus. Das können wir uns einfach nicht leisten. Denn permanent, ich muss es auch sagen, wird die Bevölkerung auf das Übelste belogen. Auch Juncker hat ja gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen, hat er gemeint. Also wir haben uns nichts vorzuwerfen, denn Kunst, liebe Freunde, kommt von Können. Und jemand mit Blut zu überschütten, das ist keine Kunst. Aber der Odin Wiesinger ist ein echter Künstler und ich stehe zu ihm und ich werde ihn niemals im Stich lassen. Und ich bin mir sicher, es wird noch einiges kommen. Uns Österreicher haben auch dauernd eingeimpft, die Schuld, die wir immer noch tragen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das war fürchterlich, was dort passiert ist. Und Österreich hat Schuld. Aber ich sage euch was, ich bin Jahrgang 1971. Ich will in die Zukunft schauen. Und wo es vor allem Menschen gibt, die zu diesem Land stehen. Ich bin unendlich dankbar dafür. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis wir diese Wende in Österreich geschafft haben.